Die stehen hier immer noch. Ich hab Armor Kopf abgeschossen, die stehen da. Was? Oh. Ja. Doch ein Kopf. Er stuckt. Oh, das haben so verändert, die Animation. Noch ein Kopf. Ich schieße, ich schlag jetzt. Ich schieß ihn. Komm nicht ran. Komm mal näher, du Knopf. Mit Holzknöpfe und die haben hier schon. Ja, mein Kampf. Wild wüten. Das ist so genial. Bombus. Explosive. Au. Oh. Schießt doch irgendwie mit Auge raus! Nein, mein Bogen ist kaputt! Alter, macht der Schaden! Es ist ja auch ein grüner Kopf. Ich kann trotzdem nochmal gucken. Nee, ich hab keinen Repertoire mehr. Da ist noch einer, also ich muss erstmal ein bisschen auf Defensive gehen, die spucken hier alles voll. Wir sind ja voll die Noobs. Ja, aber wir haben halt lange nicht. Wir konnten halt nicht so viel spielen. Ich esse halt mal eine Dose Pong. Ich höre einen Hund. Oh Scheiße. Oh, ja. Wieso spuckt mich eigentlich permanent auf mich? Bin ich das von ihm? Was ist das für ein Piepsen? Hörst du das? Ja, das war der Bombenpiep. Oh, ich glaube, der ist explodiert. Ich schieß hier mit. Was soll ich denn sagen? Ah, er spuckt. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gehabt hätten, aber vielleicht können ja einfach nur so viele hier, weil es so viele sind. Ich denke auch. Oh, der sieht gut aus. Ja, ich bin jetzt gerade wirklich eine Hilfe. Ich kann nicht mehr wirklich. Ich hab noch 13 Schuss. Und 6 in Reserve. Die hebe ich mir für mich auf. Falls ich nicht schaffe, kann ich wieder mit den Kopf ziehen. Schade, wenn wir mit dem befreundet werden könnten. Wie kommt man hier eigentlich rein? Ich schau nochmal die Basis an. Ah, Mist, die ist verschlossen. Ah, interessant. Ich schieße hier mit Pfeil und Bogen. Du kannst wenigstens noch schießen. Ich komme mir nur blöd vor. Ich wollte gerade die Zugbrücke runterlassen, mal sehen, was passiert. Aber die haben sie abgeschlossen, leider. Boah, hör auf mich zu spucken, du Arsch. Pass auf. Renn hier im Zickzack. Spring doch einfach runter und hör auf zu spucken. Spucker! Wir sorgen gerade dafür, dass ihre Basis kaputt geht. Die haben die Animation von den Kopf echt verändert. Bei mir spucken die aus dem Bauch raus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht so aus, ne? Was? Was war das denn gerade? Was zur Hölle? Ich hatte über 50 Leben. Geil. Natürlich erwischt sie mich nochmal. Ich gehe mal auf mein Bett lieber. Warum zur Hölle bin ich hier hinten? Ja, das kapiere ich ja auch nicht, warum das auf einmal hier ist. Ich guck mal bei denen hier vorne an. Aha, die machen Farbe und sowas. Ah, hier ist alles blockiert, okay. Schade, man kann hier nicht. Das ist tatsächlich mein Bett, aber. Hä? Ich verstehe das nicht. Sex und ich mein Bett ist auch da unten, Schlafsack, aber warum? Keine Ahnung. Komm ich überhaupt raus? Ach, hier. Überhaupt da hochgekommen, aber wahrscheinlich hat er ja. Hier hängt irgendwas in der Luft. Oh mein Gott. Oh, ein Wuffel. Also wenn ich noch Pistolenmuni hätte, würde ich helfen. Ich hab noch 50 Schuss, aber meine Noten färben. Ach, hier oben ist die Farm von denen.
So viel haben die gar nicht angebaut. Vielleicht haben sie es meist unterirdisch. Ich kann mal hier runter, nicht, dass sie in ihre Felder zerstört werden. Die spucken auf dich. Oder ich... Was? Der spuckt schon wieder auf mich? Ey, ich bin doch gerade erst gekommen, verdammt nochmal. Was mache ich denn? Was haben die denn gegen mich? Der spuckt auch auf mich, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, auf den da oben spucken sie aber auch. Ich bin absolut waffenlos gerade. Ich kann nicht... Ernsthaft? Warum? Du hast einen Knüppel. Ach, ich hätte noch Gekauft für 50% Fernkampfschaden, wenn du möchtest. Ich kann ansonsten noch mit zwei Luftfilterminen arbeiten. Gott, was geht hier los? Hallo. Hey. Ach, die sind, nee, die sind nicht rausgegangen. Nehmt das! Und das! Ey, ich glaube, ich habe mich erwischt! Ich glaube, ich habe ihn gerade getroffen! Ach nee, da schießt jemand, okay, das bist du. Ich dachte, ich habe ihn erwischt. Ich habe wohl nicht mehr viel. Ey, das ist echt gemein! Du bleibst stehen und die treffen dich nicht! Ich stehe mega weit weg und ich werde noch. EK, wofür steht das? Haben die Minen platziert irgendwann? Immer wieder was explodiert. Das könnte möglich sein, zu viel von Jason. Ja, spuck auf mich, natürlich. die mögen eindeutig dich. Ja, ich hab auch das Gefühl. Die wollen. Warum greift ihr denn mich einfach als die auf dich? Aber warum gehen die so auf mich los? Kann ich ein Eisenrohr machen? In der Schmiede. Ein kurzes Eisen, aber brauche ich wieder das Eisen. Könnte. Nein, ich habe geschmiedeten Stahl und kein geschmiedetes Eisen, so kann ich nicht. Ach hier, warte, ich kann nichts machen, komm her. Ja, warte, da kann ich die meine Donnerbüchse rumballern. Die überhaupt nicht springt alles, was weiter wie 10 cm rechts von dir ist. Doch, die ist gar nicht so schlecht für das Zeug, wenn ich ehrlich bin. Ja. 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 Aha! Nimm die! Oh Gott, die ist zusammengebrochen. Ich hab den Arm abgeschossen. Da kam ein Kopf geflogen. Warte, ich muss erst mal was. Ah, der hat Sprengwolken fallen. Oh ja, die sammelt sich hier unten. Perfekt für eine Donnerbüchse. Irgendwas, Alter! Die ist rübergesprungen. Die kommen rüber. Au. Ich hab keinen Sinn. Die werden langsam echt gefährlich hier. Ja, die müssen noch einen Block weghacken, dann könnt ihr hochspringen übrigens. Möchte ich nur mal erwähnen. Oh, oh Scheiße. Ist schon einer. Ja, ich sag es dir, ich springe jetzt halt locker hier rumfliegen. Hat schon irgendwas Hypnotisches, oder? Ja. Ey, das sieht aus wie. Was ist das hier? Nee. Ich. Ah, ja, da kommt Geier. Suchen die jetzt einen anderen Weg? Nee, die haben sich gesammelt. Ich glaube, wenn wir mit denen befreundet wären, würden wir jetzt auch richtig richtig Erfahrung kriegen. Ja. Da wären wir schon 10 Level aufgestiegen. Hast du immer noch Pistolenmuni? Geh mal kurz da rüber mit. Da braucht jemand Hilfe. Nimm das! Ah, es ist sie hier! Ein Glück haben wir keinen Freundeschaden. Oh, da wären wir schon lange tot.
Oh, hier fliegt was. Geier. Au! Warum nicht? Ey, was hab ich dir denn getan? Es ist so geil. Ich hab noch auf meinen Hammer. Oh, warte mal, das Ding kann nicht rankommen. Ich bin runtergefallen, ich bin am Arsch. Ich loote, was geht? Oh, das ist so geil. Ich loote, was geht? Das ist so traurig hier. Oh Gott, wie viele Lootbags gibt's denn hier? Oh, Loote, Loote! Mach ich doch! Hau alles! Ich kann die Sachen teilweise gar nicht nehmen. Irgendwie backt bei mir alles gerade. Oh. Ich lach schon drehen, ey. Oh, hallo? Ich weiß doch gar nicht! Lass mich durch, ich könnte aussehen! Scheiße! Ich würde dir echt gerne helfen, euch. Warte, ich gebe dir gleich was ab, ich bin total überladen mit Kram. Oh Gott, war das. Also, ich wollte gar nicht runterfallen, ich bin plötzlich runtergefallen, weil ich ein Stück zu weit vorgegangen bin. Wenn ich auf einmal im Bett erscheinen mache, bin ich auch auf deinem Arsch, glaube ich. Ah, hier geht's ja gar nicht. Wobei mir leckt's auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, sind nur gerade ziemlich viel. Freeman, warte! Komm her! Das? 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 Warum wurde das nicht überlandet? Ach, das eine ist geschmiedet, das andere ist, hier eine Eisenschaufel kann ich ja noch geben. Gut, klar. Kommt ihr jetzt hier rein? Ja, schein! Au! Freeman? Ja! Au! Ey, die machen mich alle! Ich komme aber auch nicht höher! Ich juck das ja mal gar nicht! In Ruhe. Die haben sich auch zurückgezogen, wie es aussieht. Außer Netzi Leo. Ist der noch bei dir? Ja, ja. Oh. Ich sehe ihn gar nicht. Oh, mir geht's ja mal gar nicht gut. Ich habe noch Verbände für dich, wenn du willst. Nö, nö, lass. Ich habe auch Schmerzmittel. Lohnt sich nicht, weil ich sowieso beim nächsten Schlag sterbe. Ich bin schon so oft gestorben. Oh mein Gott, er ist drüben. Er ist drüben. Warte, warte, komm zu mir. Hast du noch eine Schusswaffe? Nein, ja, Schusswaffe ja, aber kein Mini. Boah Gott, das war Teamwork. Sie haben ausgezeigt. Sind doch nicht ganz nutzlos. Ich kann dir noch Nahkampf. Warte mal, ich hab Rekog. Warte. Mehr. Ich kann den Rekog abgeben. Wenn die nochmal rüberkommen. Ich habe auch noch Bier, wenn du willst. Nö, nö, Alter. Ich könnte dir auch noch Schmerzmittel geben. Soll ich jetzt noch ein bisschen ballern? Was meinst du? Hallo, ich kann nicht ballern. Scheiße, ich spring alle rüber! Oh, fuck! Sie kommen um die Ecke! Ja, schön! Rüber! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot! Ah, ein Versteck! Hi, Kopf! Ich mach mal kurz nichts in der Hoffnung, dass sie mich in Ruhe lassen! Ey, die greift gerade die Wände an, das ist mein Vorteil. Okay, der hat mich getroffen. Nee, doch nicht, der greift dich an. Ich bin.
Oh, das ist was für ein Oh, das wird jetzt wegwerfen, echt am meisten gerade. Ja, ich bin schon. Juhu, ich bin aus dem Schutzwagen, mach's gut. Du bist drin, oder? Nein, ich bin raus. Ich seh's gerade, ich komm aber auch, um dich anzugreifen gleich. Nee, wenn du mich so bist, lass ich dich in Ruhe. Hab ich gemerkt, ja. Dann lauf zur Basis. Mach ich schön. Bring mir Munition mit. Aber ich hab keine mehr. Okay, dann kann ich auch noch ein bisschen mit meiner Flinte hier rumballern. Ach, die zerlegt gerade die Tür hier. Geil, so bloß im Hintergrund wie die schießen. Die bringen mich um. Wie gesagt, erscheine bei dem Bett, macht das. Ich bin rausgesprungen. Ich hab keinen Killer gefunden. Ich bin gerade rausgesprungen. Ich bin draußen. Ich überleg gerade, ob ich hier folgen sollte. Vielleicht mache ich das einfach mal, das bringt gerade nichts mehr. Aber ich habe einiges gelootet. Wir haben ein paar Werkzeuge gekriegt. Leider keine Waffe. Die werden sich auch denken, was waren das für Deppen? Wahrscheinlich, ja, aber ja, ich bin glaube ich 2 oder 3 Tage im Spiel gerade mal. Das check ich nicht. Wieso mein scheiß Bett auf immer da war? Ich bin gerade echt zu hoch. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mir folgt was. Ja, oder dir? Mir, ich glaube. Ich glaube, mir folgt was. Ach, vielleicht. Ach, ist das eine Kiste? Ne, Baumstumpf. Vielleicht finden wir noch ein paar Eier. Ich habe bloß Federn gefunden. Oh, schade. Vielleicht hätte ich auch einfach warten müssen, bis der Blutmond vorbei ist und dann. Ja. Wie weit bin ich denn gekommen vom Level her? Ich hab 3 Punkte habe ich. Gemacht. Was? Ich habe 3 Level gemacht. Könnte bei mir hinkommen, ja. Da kann ich wenigstens auf Packesel 3 gehen. Super, jetzt ist mir auch noch so ein Monsterberg im Weg. Schlag dich durch. Wie weit ist es denn noch bis nach Hause? Ist er jetzt rausgeflogen oder ist er abgehauen, weil sie reingekommen sind? Denk mal, der hat keinen Bock mehr. Das ist aber echt übel, oder? Ich ja, glaube, den gefällt dieser Surfer sehr gut. Sag mal so, es waren 5 Leute da. Hm. Also ist schon normal, dass da ein bisschen mehr Zombies kommen. Ja. Und das bei der Schwierigkeit. Ja. Ah, wir könnten unsere Energy Drinks trinken. Andererseits werde ich jetzt auch gleich ausmachen. Ja, zur Basis will ich schon noch irgendwie. Ja. Yeah, ich habe Federn gefunden. Mindestens 9 Schlafsack mal setzen, ja. Mist, jetzt habe ich mir echt gewünscht, als ich runtergefallen bin, dass ich mehr mitnehmen könnte, weil ich konnte so viel looten da unten und da war auch ein bisschen. Ich glaube über 1000 Münzen habe ich dir gegeben, oder? Münzen? Nö, du hast mir Geld gegeben. Meine ich ja. 500. Die habe ich ja in einem der Säcke gefunden. Geld ist Geld. Das hatte schon seinen Grund, warum ich da nicht versuche, so Party-Events zu machen, sonst wissen die nämlich, wo wir sind. Mhm. Ja, stimmt auch wieder. Ja, und dann ist vielleicht auch. Ja, ich glaube nicht, dass die darauf angewiesen sind, uns auszuräumen. Wirkt auf mich nicht so. Wir sind Höhlenmenschen im Gegensatz zu denen. Die kommen wahrscheinlich in die Basis, das lohnt sich nicht mal zu klauen. Boah, schade um den Weg. Ja, irgendwie schon. Oh, ist das ein großer Berg. Da oben sollte man so Blutmondbasis bauen. Ja, ich bin links. Ich bin links an dem Berg vorbei. Mach ich gerade auch. So, mal schauen, wie weit sind wir denn noch? Ja, wir haben schon halbe Strecke. Vielleicht trinke ich doch einen Energy Drink. Ah, er ist wieder da. Vielleicht ist er Oplus rausgeflogen. Mm. Ah, die müssen noch massig Erfahrungen machen. Oh, ja, wie gesagt, die sind ja auch zu 4, da geht's eh schneller. Ja. Da kannst... Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich wirklich durchgebrochen sind mittlerweile. Ja, das ist gut möglich. Deswegen verlasse ich das sinkende Schiff.
Ja, ich bin da auch, also ich habe noch ein bisschen auf, die haben mich schon an der Tür rumgeschlagen. Ich habe noch einmal mit der Schrot auf die geschossen, also mit der Büchse auf die geschossen, und da habe ich festgestellt, oh, bringt nichts, sie greifen mich an, ich hau ab. Bin gerannt und über den Abgrund gesprungen. Dem war ja auch echt, es kam ja immer mehr darüber langsam. Also, ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass wir so lange bei dem im Team sind, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gott hätte das Erfahrung gegeben. Da wären wir jetzt wahrscheinlich Level 30 oder so. Ah, ich kann sogar noch Mais ernten unterwegs. Oh, umso besser. Das Blatt wendet sich. Naja, gut. Du hast einen Energy Drink getrunken, oder? Ah, hab ich doch gesagt, mach, ich hab noch 4. Ja, okay. Ich trinke auch mal einen, jetzt. Das dauert jetzt doch ein bisschen. Du hast mir doch welche gegeben, oder? Hab ich auch. Ach, hier oben, okay, ich hab nicht gesehen. Du fühlst dich, als würdest du deine Feinde vernichten. Ich fühle mich, als würde ich Eier finden, aber es sind nur Feder. Eine Tasche. Alteisenstiefel Level 6. Wow. Ja, noch ein Vogelnest. Toll, jetzt habe ich das Ding intus, jetzt finde ich haufenweise Vogelnester zum Plündern. Ich habe 50 Maiskolben gefunden, das reicht. Oh ja. Da können wir heute Nacht schlemmen. So was von. Ich finde gerade nur noch Federn in den blöden Dingern. Oh, oh gut, alter so, Müll. Ich habe Heidelbeersamen. Oh, cool. Ich stürme mich jetzt auch so nicht weiter, weil der Server ist wirklich riesig. Ich habe das Größte gemacht, was ging. Ehrlich gesagt, sollen sie doch ihren Spaß haben. Ja. Eier. Mit dem Mais kommen wir auch nicht weit lange hin, leider. Nö, aber wir können ein paar neue Felder dann machen. Ja. Abernten bei denen konnten wir auch nichts. Ich glaube, das geht auch so nicht, weil das in den Gebietsschutzblock ist. Ich habe einen Bauplan für ein Maschinengewehr gefunden. Ja. Yeah. Nur so Maschinengewehrteile. Also, ich habe den. Also, wenn ich dir das gebe, kannst du ein Maschinengewehr bauen. Ja, aber da brauche ich immer noch Maschinengewehrteile. Ja, aber die finden wir schon noch. Ja. Wir zerlegen einfach ein paar Maschinengewehre, dann wird das schon. die findet man ja auch gerade so gut. Ich hätte bei diesen Lootbags Glück haben können. Ich war leider in Panik, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen. Also da waren bestimmt ein paar Sachen dabei, die besser waren als das, was ich mitgenommen habe. Ich war in Panik, du warst Kanonenfutter da unten. Wenn ich doch wenigstens Kanonenfutter gewesen wäre, ich war wahrscheinlich noch eine Stufe tiefer. Echt, das geht noch tiefer? Ja, Hackschnitzel oder so. Ich hätte jetzt an Zombie-Ködel gedacht. Ein Zombie-Ködel? Weißt du, das Problem war, ich hätte mich ja nicht mal rausbauen können oder irgendwas, weil ich konnte da nichts machen. Ich musste da unten drin bleiben und das Beste, was ich machen konnte, war halt, die Sachen zu klauen. Ja. Ah, der Blutmund ist gleich überstanden. Hat mich nur gewundert, ich dachte mir, Mensch, wieso sind hier Stahlbetonwände? Haben wir doch gar nicht. Ich hau mit den anderen Energy Drink rein. Ach, eine automatische Schrotflinte ist das, ein Bauplan. Ja, egal, Hauptsache irgendeine Waffe. Ah, gut, Wasserkrüge. Ich komme meinem Fahrrad immer näher, ich sehe es schon mal wieder. Ja, wir haben es geschafft, Freeman. Wir haben überlebt. War doch gar nicht schwer. So, liebe Zuschauer, das war unser erster Blutmund. Wir haben ihn erfolgreich überstanden. Ja. Das war mehr als beschissen. Das hat schon damit so beschissen angefangen, dass wir viel zu spät losgegangen sind, wie so oft. Und wir eigentlich nicht das Level haben, um es hier durchzuschlagen. Und wie ihr sehen konntet, mussten wir auch noch ein paar Altspielern helfen, die schon länger hier sind. Ja, also diese Anfänger-Noobs. Und wir haben die besten Waffen rausgeholt. Ein kaputter Bogen mit Donnerbüchse. Und eine Sagenbogen, eine Level 2er Pistole. Du hast eine Level 2er Pistole, ich hatte eine Level 1er. Deswegen sage ich, wir haben unsere besten Waffen rausgeholt.
Die hätten, stell mal vor, du hast haufenweise Munition und alles und da kommt so ein Typ einfach nur mit einem scheiß Knüppel und haut da wirklich alles weg vor deinen Augen. So ein super Knüppel. So wie so ein Superhammer bei Fallout. Oh, das wäre richtig. Ja. Also, da würden sie wahrscheinlich auch nicht schlecht gucken. Oder wie von Warhammer, so ein Dämonenhammer. Oh ja. Aber der Ancient Fink hält gar nicht so lange an, oder? Also, weite Strecken kann man damit nicht zurücklegen. Ach ja, 1,5 Minuten hält er bloß, ne? Nee, ich glaube schon ein bisschen länger, aber trotzdem. Boah, ich dachte gerade, hier steht ein Bär. Das war bloß ein schwarzer Stein. Es ist blöd für dich zu sterben, weil dann fängst du wieder da hinten an. Ja, das stimmt. Ah, ich muss unbedingt das. Ah, da ist auch schon wieder ein Zombie. Und ich bin überlastet, das lass mal lieber. Wie weit hab ich's denn noch? Bist du schon in der Basis? Ich bin gleich da. Ich will bloß schon mal einen Schlafsack bauen. Ja, was ist denn mit unseren Schlafsäcken eigentlich? Ja, keine Ahnung, die waren sofort noch da. Ja? Deswegen hab ich das ja nicht verstanden. Gibt's hier irgendwelche Glitches oder so? Nein, das ist eine neue Alpha. Ja, und die, wir haben auch extra gewartet, bis sie stabil läuft. Ja. Warte ich gerne bei Spielen. Wenn was Neues rauskommt, nicht immer sofort spielen, weil das kann ja echt auf den Sack gehen. Drum finde ich es auch doof, wenn du immer gezwungen wirst zu aktualisieren. Ah, oh, unsere Base. Ist das ein toller Anblick. Na gut, nur noch 500 Meter. Das könnte ich ja bis morgen schaffen. Bis ich da bin, ist der nächste Blutmond, schätze ich mal. Hast du auf der Karte markiert, wo die sind? Nein. Ach, scheiße, ich auch nicht. Aber wir sehen ja, von wo wir gelaufen sind. Ja. Die finde ich wieder. Ah ja, mein Bett ist da angezeigt, ja. Mist, meine maximale Ausdauer ist vermindert, weil ich Hunger habe. Und? Ich sehe aber gerade links, das Wasser, was ich übergetrunken habe, bleibt, bis es verbraucht wird. Aber hier liegt dein Schlafsack. Hier steht, Schlafsack gehört Wichtlein TV. Mir ist auch angezeigt, dass mein Haus da hinten ist. Und da, wo mein Schlafsack ist... Ach, das ist mein Gebietsschutzblock, ja. Steht, drücke E, um Schlafsack aufzuheben. Heben doch auf. Hab ich jetzt so. Ja, ich meine, oh, der Arm. So. Jetzt ist er wieder hier. Ob das so... Ach. Was ist los? Weißt du, warum das bei mir sein kann? Nö. Weil wir kurz entfreundet waren. Und warum war es bei mir dann auch so? Das weiß ich nicht. Anscheinend wolltet ihr das Spiel eine Lektion erteilen, weil du mich entfreundet hattest. Ja, ich glaube auch. Seht ihr, Kinder, das passiert, wenn ihr Freunde verliert. Ihr schlaft ein und nächsten Tag wacht ihr in irgendeinem fremden Bett auf. Das ist jedem Mann schon mal passiert. Wir gehen nicht fremd, wir können nichts dafür, dass wir da plötzlich aufwachen. Wir sterben einfach und kommen da woanders wieder. Das ist nicht unsere Schuld. Obwohl wir da gar nicht hinwollen. Ja, genau. Und dann finden wir den Weg nach Hause nicht mehr. Deshalb bleiben wir da ein paar Tage und Nächte. Das ist so ein scheiß Witz, ey. Aber es war eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, die hätten unser Haus zerlegt und uns mehrfach... die wären durch das Haus durchgerannt hier wie ein heißes Messer durch Butter. Wir haben es doch schon auf Holz und teilweise auf Steine. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich esse mal die Kürbisse. Mach das. Moment, warum bin ich eigentlich verletzt? Das wissen. Ne, ernsthaft, warum bin ich verletzt? Ich habe doch gar nicht gekämpft, ich... oder? Ahnung. Die Maiskolben, die gekochten, sind echt zum Billo. Aber ein Maiskolben ist 6 Chitons wert immerhin. Was? Und 7 Minuten habe ich jetzt verstärkte Rennpower. Da ich Mais gegessen habe. Ich weiß doch schon, woran das liegt. Wenn die Maiskörner dann durch den Hintern rausflutschen, dann geht alles viel, viel schneller. Düsenantrieb. Ach, hier war... Ah, ich seh's. Hier wurde gelootet. Ach so, ich bin ja auch schon in der Basis. Kein Wunder. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier bist du lang gelaufen, aber ja. Daran kann es liegen, dass da unsere Basis ist. Muss aber nicht. Muss nicht. Muss nicht, ja. Alles kann, nichts muss. Ist nur so eine Empfehlung. Nein, ich habe 3 Schneebären, jetzt bin ich langsamer. Diese scheiß Schneebären. Ja, ne? Jetzt haben wir keine Muni, keine Waffen. Wir sind am Arsch. Wie davor auch schon.
Nur noch mehr. So billig. Ich komme nach dem Blutmond so billig vor. Ja, aber wie gesagt, du musst das in Verhältnis sehen. Wie viele Tage hatten die Zeit, Sachen aufzubauen und zu machen? Und wie viel Zeit hatten wir? So, was habe ich denn jetzt bei mir? Habe ich die nicht angezogen? Ach nee, habe ich nicht. Komm mal her. Warte. Einmal automatische Schrotflinte für dich. Wir haben jetzt auch einen Klauenhammer. Boah, geil. Hast du die jetzt schon gelesen? Nee, ich brauch's aber auch nicht. Du bist doch der, der Waffen macht. Egal, mach du da auch mal. Nee, ich brauche. Mach erstmal gut. Boah. Gut. Was? Klauenhammer Power. Ich hol erstmal mein Fahrrad. Ohne das fühle ich mich. Ach, ich sollte vielleicht mal meinen Schlafsack hier. Schlafsack gehört Freeman. Schlafsack gehört unbekannter Spieler. Das ist Black Dragon. Sollte Black Dragon sein. Ja, man merkt, wenn einer von denen plötzlich bei uns drin ist. So. Ach, drücke eh, um Schlafsack aufzuheben. Jetzt wird's auch wieder hier angezeigt. Aber es war trotzdem cool. Ja. Ich hätte gern mehr mitgeschossen. Ja, ich auch. Ging ja echt nicht mehr. So. Das Schiff sinkt. Was machen wir? Ach, wir hauen ab, die feige Hühner. Na, was? Wow. Wir konnten doch eh nichts machen. Wir haben weder was ausgehalten, noch hatten wir irgendwas, um die wirklich Schaden zuzufügen. In dem Moment, in dem die rübergesprungen sind, war es eigentlich vorbei für uns. Immerhin habe ich meinen XP-Bonus jetzt wieder. Ah, mit dem Hammer geht das deutlich besser. Nicht so primitiv. Ja, wir brauchen unsere Zeit, das wird schon. Da ist halt echt das Problem, dass wir nicht täglich aufnehmen können. Ah, ich habe kein Holz mehr. Das stimmt. Soll ich jetzt noch ein bisschen was anbauen? Ja, wohl, wir haben kein Gammelfleisch leider. Ach, du willst Schluss machen? Ja, stimmt, ich wollte eigentlich auch. Brauchst du noch irgendwas? Warte mal, ich will noch kurz ein bisschen ausladen. Ach, das? Damit ihr an die Sachen kommt, für den Fall, dass ich nicht da bin. Ich versuch mal für uns ein bisschen weiter zu bauen. Ja, vielleicht ein bisschen was wäre nicht schlecht. Aber ich werde den Server mal ausmachen heute. Ja, vielleicht. Haben das wird dir vielleicht. Aber vielleicht wird die das anpissen, wenn du das machst. Hey. Vielleicht sind sie dann eingeschnappt. Und gehen auf den anderen. Und spielen nicht mehr mit uns, weißt du? Ich weiß nicht, woher ich das Gammelfleisch habe, aber. Egal. Die Donnerbüchsen-Muni lasse ich mal hier. Genau. Wo habe ich denn. Ich habe Eisenbolzen für die Armbrust gefunden, toll. Ich habe über 250 Federn gesammelt. Schön. Oh, ich habe eine Taschenlampe dabei. Muni, Händler. Mods, Waffen, Donnerbüchse Level 6, sehr schön. Ach ja, der Eisenspeer Level 3, das wäre was für Black Dragon, der mag doch die Dinger. Ja, der hat auch, glaube ich, einen Eisenspeer. Ja, nee, der hat einen Steinspeer gehabt. Ja, der hat noch weniger gespielt. Ist ein Vorschlaghammer eine Waffe? Ja. Ah, hab ich doch. Ja, ich habe noch einen gefunden. Ich habe Gewehrteile. Ja. Warte, 15 Stück? Ist natürlich toll, dass wir jetzt die Robotikteile. Wir haben 4 Schrotflintenteile. Kannst du daraus eine Schrotflinte bauen? Kann ich ja mal versuchen. Schrotflintenteile. Nein, ich brauche 6 Stück. Ah, immerhin. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und geschmiedeten Stahl brauche ich. Da haben wir welchen. Ich habe welchen gefunden. Habe ich, glaube ich, 10 Stück oder so. Aber wie gesagt, es fehlen ja noch Schrotflintenteile. Ja. Wir brauchen bloß ein paar Schrotflinten, da machen wir Schrotflintenteile draus. Das geht schon. Genau. Wenn ich anschaut.
Bringst du dich jetzt um? Oh, ich bin schon Level 25. Wann ist das denn passiert? Ich überlege gerade, ob ich auch auf glücklicher Sammler mal gehe. Ja, sollte man machen. Vielleicht finden wir dann endlich mal Waffen. Wenigstens eine Stufe. Erstmal Wahrnehmung will ich jetzt nicht unbedingt leveln. Wenn ich ehrlich bin. Aber eine Stufe kann man vielleicht mal mitnehmen. Vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen auf Prügelpeter demnächst. Bessere Beute. Und Packesel kann ich dann auch noch mal. Oh, ich kann Packesel maxen. Und Moritzen kann ich ihn auch. Kann ich noch ein bisschen... Ja, gut, ich habe mir Waffenmods, nicht Waffen, Kleidermods dran gebaut. Fünfmal Speck mit Eier kommt. Aber dann hört es bei mir auch auf. Ich könnte noch ein bisschen Mais verarbeiten, wenn du willst. Das bringt nicht viel. Ja, für die Not reicht. 26 Mal. Ich könnte noch mehr, aber das reicht jetzt, finde ich. Mehr brauche ich eigentlich. Mehr brauche ich nicht. Ja. Du fürs nächste Mal schon Shotgun Missile. Ja, das wäre eine gute Idee. Vielleicht findest du auch eine Schrotflinte bis dahin. Wir haben absolut nichts mehr zum Heilen. Also die zwei Schmerzmittel hier. Großer Shotgun Messiah war in der ersten Stadt, wo wir waren. Also ist noch zweimal Speck mit Ei und 26 mal Zeug kommt noch. Ich hab schon mal Munition gefunden. Ich schalte es einfach mal aus. Ihr könnt es ja später mal wieder anmachen. Das bleibt ja in der Warteschleife. Jo. Dann würde ich sagen, das war jetzt genug für heute, oder? Ja, das reicht. Das war Let's Play Seven Days to Die für heute. Wir sind auf jeden Fall voll die Kings, ihr habt es genau gesehen. Und beim nächsten Mal werden wir denen so richtig zeigen, wo der Hase lang geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mal bei denen, wenn die zufällig nochmal da sind, wenn wir dann wirklich ein paar Schusswaffen haben, dann und richtig Munition, dann wird's so richtig cool da. Oh ja. Black Dragon noch dabei, dann geht's ab. Ja, da kann er dann vor allem auch richtig leveln. Ja. Das Party-Event für den Blutmond. Ja, müssen einfach mal schauen. Aber das Problem ist halt wieder, wir wissen nicht, wann der Blutmond wirklich ist. Das ist ja, wie gesagt, kann 3 Tage vor und 3 Tage nach dem normalen Ding sein. Von daher... Aber ich habe ja die Warnung auf den ganzen Tag gestellt. Nicht bloß Überraschung, in einer Stunde ist es soweit. Kann man das auch ganz auslassen? Also ganz weglassen. Dann kommt die einfach an die Rand. Auch, dann wird der Himmel auch nicht rot? Ich denke mal schon. Das wird natürlich echt scheiße. Mit Nacht, ja, ist nicht so schlimm. Es geht los, verdammt. Ich bin doch gerade überlastet. Ich habe doch gerade erst einen Knüppel gefunden. Holzknüppel Level 2. Ich bin besser geworden. Es sah so geil aus, die ballern und du stehst mit deinem scheiß Holzstock da oben. Ich fühle mich manchmal echt wie ein Höhlmensch. Wichtelein schlag. Ich bin Wichtelein. Da teilweise nicht mal rangekommen. Ich habe mal erwischt, glaube ich. Wichtelein Smash. Es wäre lustiger gewesen, wenn die mich da unten nicht angegriffen hätten und ich hätte alles looten können. Das wäre so richtig genial gewesen. Das war schon lustig. War echt lustig. Okay, ich muss noch viel, viel rendern. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play Seven Dice mit noch mehr tollen, epischen und heroischen Abenteuern. Genau, ciao. Okay, ich mach jetzt aus. Also. Das war ja ein wenig peinlich, aber darum geht's ja auf dem Kanal nicht. Wie gesagt, wir haben denen ja geholfen. Wir mussten die retten. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch gar kein Holz mehr gerade. Ich habe wirklich alles verbraucht. Ja. Yeah. Nee, ich habe gar nichts mehr. Aber nächstes Mal muss ich erstmal ein bisschen Rohstoffe farmen, glaube ich. Biker sehen ja richtig cool aus jetzt. Ich habe kein Holz und kein gar nichts mehr. Also, mach's gut.